gar nichts. Und auch jetzt, nach etlichen Dekaden, nach der Flucht über Pepsin im Park oder Blechspritzeskapaden, sitzt du am Ende jeden Jahres schweißgetränkt in der Ecke einer Bar mit der Geschenkliste von damals. Mhm. Voller Verzweiflung und einem Zettel, auf dem in hoffnungsvoller Schrift geschrieben stand: Lieber Santa, bring mir doch mal bitte mit das Barbie-Traum-Kuschelbett. Dazu Badeschaum und Schmuckperlen-Set. Darüber hinaus brauche ich seit dem letzten Partyraum Schmuckentreff, falls der Arzt mir einen Haufen Blut ablässt, noch einen HIV-Schummeltest. Ein Panikraum mit einem guten Versteck. Oder falls mein Paar mich blau am Abend haut mit Schlag per Faust in den Magenraum und dabei auch kein gutes Haar und Kraut an mir stark missbraucht in Nutte lässt. Doch Santa so, nee, mach ich nicht. Alles, was du Spaß da kriegst, ist Rute in deinem Sackgesicht und deinem Gegner, dem du nicht gewachsen bist. Denn du machst zwar auf Pep-Sound und in deinem Rap auf böse und hart, doch schläuft das hier auf Stress aus, schlägst du Drecksau höchstens Alarm und ziehst die Hose unters Kinn. Mit den Worten, nicht unter die Gürtellinie. Dann steck ich dir die Augen aus und mache damit bloß. Sag Freddy, ehrt oder verletzt sich das? Check. Bis vor 20 Minuten, ob jemand so intensiv mit dir beschäftigt hat. Doch nicht das Gefühl, sondern Hass, Bitch, das ist ja auch eine Art Gefühl. Und zwar das Einzige, was du abkriegst. Hiernach wird dir fad und kühl, denn nach 103 RBA-Battles, 4 VBT-Teilnahmen, etlichen Dreckstapes und 15 Jahren Musik, schau dir an, wo du jetzt stehst. Komplett broke und in der JVA Wuppertal jeden Tag den Tränen nah. Und nur weil du abgehoben auf Koks bist, bist du keine Schwebebahn. Also kommst du da auch nicht... Okay, ich habe jetzt gecheckt, wie das mit den mit dem Mic geht, sodass es keine Doppelrückkopplung hat. Und dachte, weil letztens auch im Internet mal wieder die Diskussion entbrannte, was denn eigentlich Rhymes sind und was keine Rhymes mehr sind, habe ich jetzt spontan gedacht, okay, nehme ich mir mal ein Battle vor, aber indem ich so ein bisschen die Rhymes analysiere. Spontan auf die Idee gekommen, nehme ich einfach mal das hier, weil die Reimtechnik von Rob Skure zum Beispiel, obwohl ich hier und da im letzten Jahr Mikesh in mancherlei Hinsicht beeindruckender fand, inhaltlich, muss man feststellen, was Reime angeht, ist Rob Skure immer noch ganz weit vorne und gerade auch, wenn man mal erklären will, was unreine Reime, Halbreime bzw. Assonanzen sind. Deshalb hier mal ein Beispiel. Und ist bei Rob Skure. Hey yo, Shuffle T! Your son is here! Shuffle T, son is here. Natürlich werden jetzt manche sagen, ja, T und here ist ja kein... Ist ja bei here, ist ja das here, ist ja bei dem R am Ende eigentlich noch ein A-Laut, aber trotzdem Shuffle T, son is here. Schreiben wir es direkt mal auf, oder? So, wenn wir uns überlegen, was sich reimt, müssen wir uns nicht aufschreiben, wie die Worte aussehen, sondern wie die Worte klingen. Es gibt so die internationale Lautschrift, aber ich schreibe es jetzt mal so, wie wir das im Deutschen wahrscheinlich, wie soll man sagen, schreiben würden, wenn man so schreibt, wie man spricht. Sun is here. Here oder here. Shuffle, also es ist zwar eine zweite Silbe, aber nicht betont. Shuffle T, die betonten Silben sind das A und das I. Sun is here. Das AA und das II. Was in der Mitte ist, ist komplett egal. Also er hätte jetzt auch drauf auch reimen können. Krankheitsbild zum Beispiel. Krankheitsbild oder Abschiedsbrief. Das Heiz ist egal, ob das ganz anders klingt als das Is hier und das E da, weil es ist eben die unbetonte Silbe. Wichtig sind die betonten A und I, also Abschiedsbrief.
Langzeit-Beef, dies, das. Was dann wieder nicht, was dann wieder kein Reim wäre, wäre zum Beispiel Appetit oder Batterie. Jetzt werden manche sich fragen, warum denn nicht? Da ist ja auch ein A und ist auch ein I bei den betonten Silben. Ja, richtig. Aber da ist die letzte Silbe betonter als die vorvorletzte. Also als die hier. Man sagt eben nicht Batterie, sondern Batterie. Macht euch bitte nicht drüber lustig, was ich hier für Produktionsbedingungen habe bei dieser Podcast, bei dieser Video-Blog-Scheiße, die ich hier versuche. Ich gebe mir Mühe und werde das demnächst auch vielleicht aufhängen. Ich mache das Ganze auf einer Tafel erstmal, weil es sonst zu viel Arbeit für mich wäre, wenn ich die Sachen einblende und das Video schneide und bearbeite. Wenn ihr lieb seid und das Ganze zu schätzen wisst, was ich hier versuche und mir tolle Kommentare und Daumen gebt, dann gebe ich mir in Zukunft vielleicht mehr Mühe. Also dann meist auch mit Schnitt und... Sorry Fabian Römer Junior, aber das hier wird kein Date, das wird ein... Das hier wird... Auch böse, was? Weil 4 Zeilen in 20 Sekunden für dich schon Double Time gedöns ist. Das hier wird halt böse, Double Time gedöns. Sorry Fabian Römer Junior, aber das hier wird kein Date, das wird einfach böse, weil 4 Zeilen in 20 Sekunden für dich schon Double Time gedöns ist. Das wird einfach... böse, double time gedöns ist. Hier haben wir sogar die Besonderheit, dass am Ende beim ersten Reimwort oder beim ersten mehrsilbigen Reim ein E ist und beim zweiten ein I. Es reimt sich trotzdem. Weil es eine unbetonte Silbe ist, ja, dadurch, dass sie am Ende steht, sollte sie eigentlich schon gereimt sein, aber E und I liegen auch so nahe beieinander, dass es trotzdem noch geht. Ich mache nochmal zurück für die, die mir nicht glauben. Sorry Fabian Römer Junior, aber das hier wird kein Date, das wird einfach böse, weil 4 Zeilen in 20 Sekunden für dich schon Double Time gedöns ist. Du sagst, die anderen können zwar schnell rappen, sind dafür aber gar nicht leicht zu hören. Gar nicht leicht zu hören. Dabei spuckst du selbst doch ganz schön leise Töne und... Ganz schön leise Töne. Also nicht, du spuckst dabei selbst ziemlich leise Töne. Ziemlich leise Töne. Time-Gedöns ist einfach böse, sondern ganz schön leise Töne. Das ist der von uns beiden, wegen dem wir hier in der Halle bei der Größe unbedingt ein Anstecken... Halle bei der Größe Ansteck-Mike benötigen. Mike benötigt. Und indem wir hier in der Halle bei der Größe unbedingt ein Ansteck-Mic benötigt. Und ich hoffe, die Hälfte benötigt als Singular. Sekunden für dich schon Double-Time-Gedöns ist. Du sagst, die anderen können zwar schnell rappen, sind dafür aber gar nicht leicht zu hören. Dabei spuckst du selbst auch ganz schön leise Töne und bist der von uns beiden, wegen dem wir hier in der Halle bei der Größe unbedingt ein Ansteck-Mic benötigt. Und ich hoffe, die anderen beiden nehmen das nicht gleich persönlich. Doch als das nicht gleich persönlich? Okay. Und da greift er quasi wieder darauf zurück, dass hier gleich persönlich, kann man sagen, ist dann quasi eine Doppelung oder eine Schwäche, weil er rein quasi, er benutzt einen Anteil des mehrsilbigen Reims, den er davor schon hatte. Ich gehe aber davon aus, so wie es von Rob's Cure weiß, dass er das manchmal macht, wenn er an dem Abend, wenn irgendwas passiert, irgendein Vorfall oder so, dann überlegt er sich manchmal auch eine halbe Stunde oder eine Stunde vor dem Battle, schreibt dann nochmal ein paar Lines auf. Ich weiß nicht, ob im Handy oder auf dem Zettel, aber um die so durchzugehen, um zu überlegen, ob er davon was rappt. Ich denke, dass er auch so hier war, weil er ja konkret auf eine Absprache Bezug nimmt, die eben vielleicht erst eine Stunde davor stattgefunden hat, von wegen, dass Mikesh wahrscheinlich drum gebeten hat, dass wirklich mit Ansteck-Mikes gerappt wird. Es darum ging, wen ich hier als nächstes aus Langeweile töte, gegen wen ich Punchlines schreiben möchte, ist es dann... Langeweile töte, Punchlines schreiben möchte. Punchlines schreiben. Schreiben möchte. Also das hier hört man ja nicht, Time-Gedönse. Punchlines schreiben möchte. Dann auf einmal plötzlich, dass mehrere zur Auswahl stehen zwischen den...
dann auf einmal plötzlich, also jetzt reimt er im Endeffekt sogar plötzlich auf böse und döns ist, wird aus dem langen Ö, wird dann ein kurzes Ö, weil plötzlich, den ich mich da entscheiden könnte. Da entscheiden könnte. VT, Jerem C, Mikesh. Ein Paradebeispiel-Schnösel, ein behandlungsreifer Ö. Paradebeispiel-Schnösel, behandlungsreifer Ösi wahrscheinlich. Und so ein vermaledeiter Nase, Weiß und Schönling. Alter. Vermaledeiter Nase, Weiß und Schönling. Also da hat er vermaledeit sozusagen vorgenommen, bevor er und sozusagen so ein Effekt erwirkt, wie da denkt man, das ist schon der erste Teil von dem Reim, der anklingt, aber dann setzt er quasi zurück und sagt nicht vermaledeiter Blöder oder vermaledeites Mädel oder sowas. Wäre ja auch sexistisch, was Rob Skinner manchmal macht. Nochmal hören. Das Schnösel, ein behandlungsreifer Ösi und so ein vermaledeiter Nase, Weiß und Schönling. Alter, das sind drei so Köpfe, da wird die ganze Zeit metaphernreich das Phrasenschwein gepökelt. Metaphernreich, maledeit, metaphernreich, Phrasenschwein geöffnet oder sagt er Phrasenschwein, Double Time. Da wird die ganze Zeit metaphernreich das Phrasenschwein gepökelt. Ich kam mir vor, als müsste ich einen Fall mit den drei Fragezeichen lösen. Und auch wenn ich ja normalerweise den ganzen arroganten Scheiß verpöhne, seien wir doch mal ehrlich. VT, Jerem C, Mikesh, alles meine Söhne. Okay. Ich glaube nicht, dass er es knapp vor dem Battle... Ich glaube nicht, dass er es knapp vor dem Battle aufgeschrieben hat, weil das wäre schon eine ziemlich lange Reimkette. Weiß nicht, wie lange die jetzt gedauert hat, aber fast eine Minute lang wahrscheinlich. Und ja. Wahrscheinlich wusste er schon vor dem Event, dass eben Mikesh unbedingt mit Ansteck-Mike battlen will bei einer Crowd, wo 1000 Leute sind. Und jetzt liegt die Frage auf der Hand, warum habe ich dann den Waxton genommen? Mikesh hat den Schuss nicht gehört, nachdem ich gleich noch die nächste Line drop. Waxton genommen, nächste Line drop. Sowas nennt man dann von der Betonung einen Dactylus. Dactylus ist in der Metrik die Abfolge von betonten und unbetonten Silben, in der zwei unbetonte einer betonten folgen und dann wieder erst eine betonte kommt. Was sagt der Schuss nicht gehört? Waxton bekommen. Genommen. Mikesh hat den Schuss nicht gehört, nachdem ich gleich noch die nächste Line drop. Wack. Stan genommen. Also auf dem E-Laut und auf dem O-Laut. Und dann betont das so. Nächste Line drop. Natürlich könnte er jetzt das Line auch so betonen, dass ich quasi auf, wenn ich gleich die nächste Line drop, dann müsste er halt was finden auf Line drop wie Eintopf oder Halbgott und so. Aber ja, er schreibt, oder er betont sozusagen extra so, dass er die Betonung auf das nächste Line drop, also auf das nächste statt auf Line setzt, was auch Sinn macht, weil alle Leute hören, wir hören mit unserem Gehirn, er redet über Lines, dann ist es also konsequent, dass er die Betonung auf das nächste setzt, anstatt bevor ich gleich die nächste Line drop, eh klar, dass er Lines droppt, also sagt er, bevor ich gleich die nächste Line drop. Waxton genommen. Sätze gefloppt. Texte im Kopf. Das ist echt nicer Stoff. Und so weiter. Oder das von Cynic ist irgendwie der hässlichste Song. Hässlichste Song. Ja, also betont hässlichste Song. Zwei unbetonte Zeilen dazwischen.
Zwei unbetonte Silben, sorry. Genommen. Mikesh hat den Schuss nicht gehört, nachdem ich gleich noch die nächste Line drop. Das hier ist ein Auftragskill. Fick Heckler und Koch, doch es ergibt für... Heckler und Koch. Ja, okay, da ist natürlich, er sagt ja nicht Heckler und Koch, sondern Heckler und Koch. Mich allein dadurch, dass er gerade schon ein Auftragskill. Schon. Fick Heckler und Koch, doch es ergibt für mich allein dadurch, dass er gerade schon einen Lauf hat, Sinn, dass er einen Dämpfer bekommt. Dann natürlich, das wäre dann ein Thema von einem anderen Video, wenn wir mal über Metaphern sprechen, wie jemand bekommt einen Dämpfer und dann über Doppeldeutigkeiten, weil man bekommt einen Dämpfer beim Auftragskill und damit der Schuss nicht so laut ist und so weiter. Sehr nices Wortspiel plus Metapher. Aber was sagt er davor? Lauf hat Sinn, Auftragskill. Oder? Das ist dann sozusagen noch so ein Binnenreim innerhalb des Satzes, beziehungsweise ein Kreuzreim, wenn man auch so will, weil er ein Reimwort, dann ein anderes Reimwort oder mehr Reimwörter, mehrsilbig, ein Reim, dann anderen, dann nochmal Bezug auf den einen Reim und dann den anderen, also so ein Kreuzreim. Das ergibt für mich allein dadurch, dass er gerade schon einen Lauf hat, Sinn, dass er... Auftragskill. Er gerade schon Lauf hat Sinn, Dämpfer bekommen. Mikesh hat den Schuss nicht gehört, nachdem ich gleich noch die nächste Line drop. Das hier ist ein Auftragskill. Fick Heckler und Koch, doch es ergibt für mich allein dadurch, dass er gerade schon einen Lauf hat Sinn, dass er einen Dämpfer bekommt. Yeah! Mann, so schön zu sein, ist echt ein hartes Schicksal. Denn alle reduzieren mich auf mein Aussehen. Dabei reime ich doch auch siebensilbig sauber, außerdem bin ich auch der Schlauste, deshalb hoffe ich, ihr seht auch die Schönheit hinter und nicht nur in den braunen Augen. Reduzieren mich auf mein Aussehen, hinter blauen Augen. Das ist schon sehr unrein vom Gereime, weil natürlich Augen und Aussehen, bei Aussehen ist das E, ist zwar unbetont, die letzte Silbe, aber trotzdem, man hört es natürlich deutlicher als bei Augen. Bei Augen verstuckt man die zweite Silbe eigentlich fast. Und dass er dann sagt, reduziert auf mein Aussehen hinter den Augen. Dann bin ich auch der Schlauste, deshalb hoffe ich, ihr seht auch die Schönheit hinter. Bin ich auch der Schlauste, reimt sich deutlicher, weil man da halt natürlich auch das Bin auf das hinter blauen Augen. Bin ich auch der Schlauste. Yeah! Mann, so schön zu sein, ist echt ein hartes Schicksal. Denn alle reduzieren mich auf mein... So wie er das betont hat, wäre ich eher davon ausgegangen, dass er schon was auf hartes Schicksal reimen will. Aussehen. Dabei reime ich doch auch siebensilbig sauber, außerdem bin ich auch der Schlauste, deshalb hoffe ich, ihr seht auch die schön... Siebensilbig sauber hat er sogar auch noch gereimt. Obwohl das noch unreiner ist, dadurch, dass er am Ende sauber packt auf Schlauste... Weil sauber ist natürlich, auch wenn es die letzte Silbe ist, auch wenn es unbetont ist, aber ist halt eine A-Silbe am Ende. Aber er packt sozusagen trotzdem noch mit rein, als eine Art, eine Assonanz, ein Reim, der auf Vokalen beruht. Da hätte ich auch nochmal genauer sagen können, was eine Assonanz ist im Gegensatz zu einem Reim oder im Gegensatz zu einem Vollreim, einem klassischen geschriebenen Reim. Aber da ihr das wahrscheinlich eh schon alle checkt, dass Reime nur auf Vokalen beruhen, muss ich das jetzt nicht extra nochmal herausarbeiten. Aber wir können es uns auch bei einem anderen schönen Beispiel ansehen, auch von Robscure. Ich glaube, es war die zweite Runde. Also da macht er sogar auf einer Metaebene sozusagen eine Reflexion darüber, über seine Art, wie er reimt und darüber, dass es manchen Leuten zu unrein ist und eben bloß auf diesen Vokalen beruht, aber dass er sagt, dass es beim Reimen eigentlich die Vokale das A und O sind. Also es um die Vokale geht und nicht um die Konsonanten. Für alle, die es nicht mehr wissen, Vokale sind die Selbstlaute, die Buchstaben, die sozusagen so laut und deutlich sind, dass man da keinen anderen Buchstaben dazusetzen muss, wenn man nur den Buchstaben übermitteln will. Also E, I, A, O, U. Und halt die Umlaute auch, Ä, Ü, Ö.
und Konsonanten wären die Mitlaute, so wie sk. Also diese ganzen Laute, die du, wenn du sie alleine aussprichst, ja, aber ihr wisst ja, was das ist. Tür abschließt, geht er mit sich selbst wieder auf Taschentuchfühlung. Und dann schreibt er darüber eine Line, wie er sich wieder mal ein runterholt. Du bist ein so geübter Wichs. Okay. Dass an dieser Line logisch klingt, ist, dass du ein Vogel bist. Saubermänner. Ah, Saubermänner. Da sagt er das kleiner wahrscheinlich. Sach betonst und glaube, dein Kopf ist einfach noch etwas zu beschränkt, wie die Vimeo-Bezahlmethoden. Deine Art zu fronten erweckt in mir. Ja, ja. Deine Art zu fronten erweckt in mir ungeahnte Aggression. Du wirst so hart rangenommen, der Putz bröckelt von der Wand in der Nachbarwohnung. Kind, also, ich werde dir so väterlich den Arsch versohlen, da kannst du dein Papi-Scheme fast nochmal performen. Da ist ja schon der in diesem Scheme. Für Standardfloskeln. Antidot, Standardfloskeln. Garderobe, Arschversohlen. Makellose Punchline-Quote. Sagen und woben wie mein Abi-Motto. Keine Moral. Sagen und woben. Da verschluckt er eben bei sagen und woben die zweite Silbe, nämlich das Gen, dadurch, dass er sagt sagen umwoben, absichtlich, anstatt sagen umwoben, damit es eben insgesamt viersilbig bleibt. Also sagen umwoben. Sagen umwoben. Garderobe. Abimotto. Er reimt dann sogar Abimotto drauf, obwohl da am Ende eine O-Silbe ist, aber wie gesagt, sie ist unbetont und sie geht eben darin unter, wenn er die erste von den vier Silben stärker betont, dann funktioniert es halt auf Garderobe, Abimotto, Antidot, Standard, Floskeln, angezogen. Er sagt dann auch Antilopen, beziehungsweise sagt er Antilopen, also so wie man es richtig ausspricht, aber genau da passt dann halt nicht ganz, weil er müsste eigentlich, damit es von der Betonung noch besser passt, müsste das A bei Antilopen stärker betont werden wie das O bei Lopen. Also müsste er eigentlich sagen Antilopen. Ah, das sind keine normalen Lopen, sondern Antilopen. Dann würde es passen. Vielleicht hat das Scheme sogar schon weiter vorne. Anekdoten, nur Reime auf Guac. Vielleicht hat das Scheme sogar schon weiter vorne begonnen. Ich gehe jetzt trotzdem nicht nochmal zurück, aber ihr könnt es euch ja selbst anschauen. Jerome C. vs. Rob Skewer. Auch grandioses Battle. Nicht nur wegen der Lee One Referenz. Mascarpone mit Mascarpone! Und dafür brauchte ich nicht mal Carnivore Angebote, Labradore, Antilopen, Kachelofen, Ravioli, Sahnehäubchen, Karzenohren, Martin Lawrence, alt geworden, Arbeitslose, Samstagmorgen, Fanta-Dosen, Fanta-Polen, Japierdolle, Asitoni. Ich weiß nicht, wer Martin Lawrence ist, aber auch da wäre es ja so, dass man den Nachnamen eben stärker betont, also Lawrence statt Martin. Man sagt halt nur Martin Lawrence, wenn man ihn hervorheben will gegenüber seinem Bruder Oliver Lawrence. Nein, das ist immer Martin Lawrence. Aber ja. Mammutknochen, Ahnenforschung, pathologisch angelogen, Nahe Osten, Katastrophen, Massenmorde, Land gewonnen, Paradoxe, Strafverfolgung, Rasterlocken, Artgenossen, Karaoke, Katerholzig, Garderobe, Partydrogen. So, und jetzt, wo wir die ganze Chose endlich abgehakt haben, müssen wir nur noch zu der richtigen Punchline kommen. Du bist weird as fuck. Also er will sozusagen, oder das ist die Metaebene von dem ganzen Scheme, was er vorführt, ist, dass er eben zeigen will, wie Jerome C. das normalerweise macht, dass er eben sich ganz viele Reime aufschreibt, wofür auch Papi Schlauch wahrscheinlich bekannt ist, dass er erstmal viele Reime auf einzelne crazy Nomen sucht, zusammengesetzte Nomen, vorzüglich wie Volleyballmannschaft und dann eben darauf den Inhalt aufbaut, anstatt eher vom Inhalt zu kommen und dann halt vielleicht Reime zu suchen. Weil es halt Leute wie Papi Schlauch oder Jerome C. nach der Aussage von Rob Skewer zu urteilen oder so wie er das Ganze sieht, halt eher darauf abgesehen haben zu zeigen, was für tolle Reime sie hätten. Und genau das wirft er vor und deshalb sagt er hier eben so,
überdeutlich und provokant, ja, jetzt müssen wir nur noch zur richtigen Punchline kommen. Aber natürlich auch Punchline kommen ist auch in diesem Rhyme-Scheme noch mit drin. Wenn wir abgehakt haben, müssen wir nur noch zu der richtigen Punchline kommen. Du bist weird as fuck, schiebst das aber immer auf deine Angstpsychosen. Doch es stimmt schon, deine Ignoranz wird nur fälschlicherweise abgehoben, denn wenn man mal mit dir reden will, dann blühen deine sozialen Neurosen, du abgehalfterter Halbfranzose, bist so introvertiert wie dein Wanderhoden. Genau wie im ersten Part dekonstruiere ich deine Technik und zeig dir im selben Atemzug noch, wie man es besser macht. Das ist der JRMC Directors Cut. Bam, euer Witz! Ich gehe doch nochmal zurück, weil ich eben zu dieser Stelle gehen will, wo Rob Skure eben das sagt mit Leute, die es checken, die wissen, dass die Vokale bei den Reimen das A und O sind. Also das sind, worauf es ankommt. Bei dir müssen immer erst gefühlt erst alle erdenklichen Zweckreime vor der Pointe kommen, aber das kann ich. Pointe. Geduldsfaden! Aber mit einem solchen Geständnis leistest du echte Pionierarbeit, ey. Lee One und MC Goyner dachten bis heute eigentlich beide, das war ihre Idee. Hashtag No Penis Shaming. Doch in sozialen Situationen ist er ein totaler Versager und stellt maximal ein manisches Wrack dar. Doch wenn er sowas hört, wird er noch panischer, aber damit meine ich sicher nicht den Marvel-Charakter. Du komischer Vollhorst bist ohnehin vollkommen socially awkward, auch bei platonischen Smalltalk. Die Spatzenhirne draußen pfeifen es von den Dächern, wenn ich vor der Crowd erscheine. Augenscheinlich muss erst so ein komischer Kauz wie ich ankommen, um dir deine sozialen Inkompetenzen aufzuzeigen. Du Slip-Up-Profi. Mir war es immer komplett schleierhaft, warum JRMC gelobt wird, aber hier mal mein absolutes Lieblingszitat von ihm aus einer seiner geschriebenen Strophen. Ich bin dünn, JRMC aber majestätisch und weise, wie ein gewisser Vogel. Holy shit! Jetzt mal ohne Witz! Da checke ich auch nicht, was JRMC sich dabei dachte. Dachte er, dass Weise ein Vogel wäre statt Meise oder was? Das Einzige, das an dieser Line logisch klingt, ist, dass du ein Vogel bist. Bei dir müssen immer erst alle erdenklichen Zweckreime vor der Pointe kommen. Aber das kann ich auch nicht einfach so im Raum stehen lassen wie den Riesenpimmel in Clockwork Orange. Deshalb wird jetzt im Stil von JRMC das Zweckreim-Scheme extra hier Orange. Noch langgezogen. Und insofern ist das Ganze eigentlich eine große Reminiszenz. Also zeigt einfach mal, dass ich Orange, okay, das ist auch auf Englisch anders als auf Deutsch Orange, Orange, Orange. Aber Orange eben einfach auf alles mit O-N reimt. An seine Mufasa-Strophe. Meine Gegner sind immer nur auf der falschen Seite gelandet wie Marmeladenbrote, denn meine Bars gehen um die Ecke wie die magische Kugel von Lee Harvey Oswald bei deinen Gedankenkonstrukten. Ist schon die Verpackung Nonsens wie bei Capri Sonne und auch deine Delivery ist nicht direkt angekommen wie bei Packstation. Du willst unbedingt alle Reime finden, doch scheiterst an deinen Ambitionen und bekommst Rückenprobleme wie Bushido, wenn du weiter buckelst wie Quasimodo. Saubermänner, die keine... Auch richtig. Sowohl inhaltlich als auch Wortspiel als auch Bild. Krass. Ein Plan von Phonetik haben, finden meine Reime alle komisch, aber check doch mal das. Saubermänner, die kein. Jetzt kommt es, worauf ich hinaus wollte. Saubermänner finden die Reime alle komisch. Check doch mal, dass nicht nur in diesem Scheme die Vokale so schon das A und O sind oder so. Rückenprobleme wie Bushido, wenn du weiter buckelst wie Quasimodo. Saubermänner, die keinen Plan von Phonetik haben, finden meine Reime alle komisch. Aber check doch mal, dass Vokale nicht nur in diesen... Ja, und da ist wieder so ein Ding. Also hätte er ja eigentlich sagen müssen, finden meine Reime alle komisch. Keinen Plan von Phonetik haben, finden meine Reime alle komisch. Aber check doch mal, dass Vokale nicht nur in diesen Pattern das A und O sind. Ich bin nach wie vor fassungslos, in welch verkackter Form... Nach wie vor. Also auch da ist so drei Viertel von dem Reim eigentlich wie, wenn das Wort hieße nach wie voren, dann würde es besser passen, aber man sagt ja nach wie vor. Und du deinen Stuff betonst und... Ich bin nach wie vor fassungslos, in welch verkackter Form du deinen Stuff betonst und glaube... Nach wie vor fassungslos, bekackter Form, was Stuff betonst. Mein Kopf ist einfach noch etwas zu beschränkt, wie die Vimeo-Bezahlmethoden. Bezahlmethoden und so weiter. Dann geht es in diesen Scheme, den wir gerade schon angehört haben. Ich hoffe, dir hat dieses Video irgendwie gefallen oder irgendwas gezeigt. Vielleicht auch bloß, wie komisch ich drauf bin, aussehe oder was für komische Sachen ich esse und wie eklig das ist, wenn ich die esse mit meinen bloßen Fingern, während ich hier ein Video mache.
Ich freue mich, falls du irgendeine Ergänzung in den Kommentaren hast, falls du das Ganze respektvoll tust und gerne weitere Videos mir nennen oder Reimparts oder Songs, von denen du gerne mal so eine Analyse hättest, was Reime oder eben auch Flows oder eben auch stilistische Mittel oder eben auch eine inhaltliche Betrachtungsweise, eine inhaltliche Perspektive, ein inhaltlicher Angle ist, gerne auch aus dem Bereich Battle Rap. Ansonsten belasse ich es erstmal hier bei der ersten oder schon zweiten, weiß nicht, Folge von Lee One macht Auge. Bis dann.